aller guten Dinge sind drei. Das dachte sich auch die junge Wirtschaft Villach, die bereits zum dritten Mal das Schaufenster unter dem Motto Junges Gemüse stellt sich vor präsentierte. Und das unter neuer Führung. Wir haben sehr viele Veranstaltungen dieses Jahr gehabt, unter anderem eigene Stammtische, drei Themenveranstaltungen und unser Highlight, das Schaufenster Villach, mit dem Motto Junges Gemüse stellt sich vor. Mittlerweile hat er schon so einen Spirit, dass wir heuer das erste Mal 15 Firmen absagen mussten. Aufgrund der hohen Nachfrage und des Platzangebotes ist es leider nicht möglich gewesen, heuer alle Firmen anzunehmen. Ja. Über 45 Firmen aus allen nur erdenklichen Branchen waren vertreten. Also, meine Spezialität sind definitiv die Gestaltung von Drucksachen jeglicher Art. Alles, was man bedrucken kann, kann ich auch gestalten. Darüber hinaus Webseiten und alles, was ansonsten für eine Firma an essentiellen und auch an klitzekleinen wichtigen Dingen da ist, die benötigt werden. Neben Gestaltung kann ich auch sehr gut beraten. Das heißt, es geht natürlich auch darum, das Beste aus den schon bestehenden, beim Kunden bestehenden Sachen herauszuholen und die dann noch zu optimieren, auch für den Druck perfekt vorzubereiten, auch ein sehr wichtiger Punkt. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen zu verbessern. Aber nicht nur das gedruckte Design stellte sich vor, sondern auch jenes zum Anziehen. Als erstes, um ein Lifestyle-Produkt zu kreieren. Die Idee ist es einfach, die Marke Sherpa Style Enrico Maggi am Markt zu vertreten, zu positionieren. Die Manschette ist unser Markenzeichen und vielleicht natürlich, weil das meine Heimatstadt ist. Eine ganz spannende Geschichte, da die Damen sich in der Accessoire-Welt sehr austoben können, war die Idee, auch etwas für Männer zu kreieren. Und begonnen habe ich, Hemdsärmel abzuschneiden und das zu kombinieren mit anderen Stoffen, um einfach mal zu schauen, wie ist die Wirkung. Die Wirkung war eine gute und somit schneidern wir alles selbst jetzt mit. Und bei so viel heimischen Unternehmen aller Art darf die Gesundheit natürlich nicht zu kurz kommen. Ich habe die Gerbergasse, also die Salzinsel in der Gerbergasse, und da habe ich zwei Salzräume, die Salzgrotte und ein Salarium und einen Natursalzladen dabei. Bei mir können die Kunden eben ganz gemütlich in diese Salzräume reinliegen, voll bekleidet, es hat normale Raumtemperatur, es wird alles wunderschön durch das Natursalz beleuchtet und es wird zusätzlich in die Räume Natursalz eingeblasen, in die Luft trockenes, und das ist natürlich hilfreich bei vielen Atemwegsbeschwerden. Also, für wirklich jeden ist was mit dabei und da sieht man auch schon wieder, dass sich in Villach bei der jungen Wirtschaft was tut. Alle weiteren Infos gibt's auf der neuen Homepage unter www.jungewirtschaftvillach.at.